Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Ich bin Saksuro und das ist mein Wochenupdate aus dem Praktikum als Zeitungsfotograf in Bremen. Woche 7. Ich hole noch mal kurz ein paar Sachen aus der Woche 6 zurück in Erinnerung. Nämlich war ich ja am Freitag und Samstag ja an Ostern, also Karfreitag und Ostersamstag war ich ja fotografieren. Die Bilder waren auch in der Zeitung. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier noch gerade was einblenden kann. Das war eigentlich ganz cool, die zu sehen. Und am Sonntag und am Ostermontag, da hat dann mein Kollege Andreas die Vertretung übernommen. Ich bin trotzdem mitgegangen, habe mir das angeschaut und das war auch total interessant, weil wir haben am Sonntag Worpswede, ich weiß nicht, ob das so heißt, Worpswede besucht. Das ist so ein kleines Künstlerdorf außerhalb von Bremen, wo echt viele Künstler leben und auch Kunst schaffen. Ne? Und da ist aktuell eine Fotoausstellung, die heißt Raw Photo. Oder Raw Photo Festival, kann ich nur jedem ans Herz legen, der fotobegeistert ist. Spannende Beiträge und es lohnt sich, dahin zu gehen und die sich die anzuschauen. Genau, da waren wir auch und das hat Spaß gemacht, das war echt gut. Dann kommen wir zum Ostermontag. Also da haben wir dann quasi einmal einen Radweg besucht, also wo ein Radweg hin soll, von einem Dorf ins andere Dorf, wirklich sehr ländlich. Und da soll ein Radweg gebaut werden, weil dort einfach 70 ist und da Kinder wohnen und eine Schulbushaltestellen sind und da fehlt halt einfach ein Fußgängerweg und ein Radweg und da ist halt echt viel los. Und mit den ganzen LKWs und Traktoren ist das schon ziemlich gefährlich. Das sollten wir halt dann einmal dokumentieren und ein Foto machen für die Zeitung. Also es war Andreas' Aufgabe. Ich kam nur mit, ein paar Gedanken mit einfließen lassen. Genau, und danach ging es dann direkt zum Tuning-Treffen, was Andreas fotografieren sollte. Es war das Ostertreffen, Ostertuning-Treffen. Und auf dem Weg dorthin, wirklich einen Kilometer vorher oder wirklich direkt die Kreuzung, die zum Gelände hinführt, da war in der Kreuzungsbereich, war schon die Polizei und hat einige Leute rausgezogen und kontrolliert und echt ein paar Leute gefunden, die, naja, nicht alle Eintragungen hatten. Und direkt gab es Strafen und Verwarnungen und Bußgeld. Und genau dort habe ich auch schon die ersten Fotos gemacht. War echt ziemlich cool. Und ich finde, eins von den Polizeifotos ist eigentlich mit mein Lieblingsfoto an dem Wochenende. Das hier, da. Genau. Auf jeden Fall, dann ging es zum Tuning-Treffen an sich. Wir haben mit dem Veranstalter geredet, wie dort so alles gehandhabt wird, wie die Regeln sind für die Leute, die dort sind, ob die sich gut verhalten, etc. Und haben dann die Fotos gemacht. Andreas' Fotos wurden auch alle noch genommen, also viele von ihm. Meine wurden gar nicht genommen, weil anscheinend haben die nur nach seinem Namen geguckt und nicht nach Tuning-Treffen allgemein dort, weil ich hatte halt auch welche hochgeladen. Aber egal. Das war das Wochenende, das war Ostern. Dann kommen wir schon direkt zum Dienstag. Da habe ich dann am Anfang erstmal Fotos bearbeitet, die sortiert und auch noch welche hochgeladen. Und Andreas und ich haben noch weiter dann Hochkantfotos weitergemacht für die Wahl. Die sollen ja so eine ganze Seite abdecken. Da gab es dann neue Fotos von irgendwelchen Kirchen und anderen Statuen. Wir haben neue Ideen uns ausgedacht, neue Reportageideen und die habe ich mir aufgeschrieben, schon mal ein bisschen recherchiert zu und weiter Mails beantwortet, einfach viele Mails auch geschrieben. Am Mittwoch, da gab es das übliche grüne Sofa-Treffen mit unserem Chef. Das war auch ganz gut. Wir konnten, also Andreas konnte nochmal eine seiner Katzen-Stories zeigen. Die haben wir aufgehangen an die Wand. Ich konnte nochmal meine JVA-Story nochmal zeigen, welche Bilder ich habe. Und ja, dann habe ich gefragt, ob ich eine neue Reportage machen kann zu der Idee am Vortag mit einem Second-Hand-Laden. Und diese Idee kam auf gute Meinung, also es wurde gut aufgenommen und ich darf es machen. Und wenn alles gut geht, jetzt kommenden Mittwoch werde ich die Reportage fotografieren. Bin gespannt, wie es so wird. Dann haben wir einen Proof-Druck gemacht. Ich war nochmal oben in der Grafik bei den Layoutern, bei den Sonderthemen, wo halt meine Reportagen gebaut werden, wofür ich ja hauptsächlich zuständig bin. Und bei diesen Reportagen, da haben wir dann quasi die erste, die halt jetzt heute am Drehtag, heute ist Samstag, heute kommt die erste Reportage von mir raus, nämlich die Botanica. Die hatten wir an dem Tag dann einen Proof-Druck gemacht, um zu gucken, wie die Farben sind, wie die Helligkeit so ist. Da ist ja so leider so traurig, es sind alle Bilder, die ich hochlade, durch eine Software durchgeht und diese Software die Bilder noch ein bisschen nachbearbeitet, waren ein paar noch ein bisschen zu hell, weil die Software einfach da irgendwas dran gemacht hat. Egal. Konnten wir jetzt aber noch retten oder noch ein bisschen
leicht anpassen, es war nicht viel. Und da bin ich gespannt, wie es fertig aussieht. Ich habe es ja schon gesehen, digital, aber noch nicht im Druck. Also außer dem Proofdruck, aber noch nicht den richtigen Druck in der Zeitung. Und das kann ich auf jeden Fall gerne nochmal nächste Woche nochmal nachreichen, wie das dann aussieht. Ich bin selber gespannt, aber freue mich, weil es kommen jetzt immer mehr neue Stories hinzu. Neue Reportagen. Kommen wir zum Donnerstag. Da war eigentlich auch nicht super viel los. Obwohl wir haben am Mittwoch, glaube ich, noch Mittwoch oder Donnerstag hatten wir halt noch weitere Hochkantfotos gemacht. Das war noch am Mittwoch. Da sind wir noch weiter rumgefahren, Andreas und ich haben die letzten Hochkantfotos gemacht. Eins ist uns aufgefallen, fehlt uns noch. Das war auch noch interessant. Zum Donnerstag, da habe ich dann einige Fotos bearbeitet, sortiert, hochgeladen, noch ein bisschen recherchiert. Genau, und dann ging es eigentlich auch schon um 18 Uhr zum roten Teppich. Nämlich war ich die Vertretung für die eine freie Fotografin im Haus, die den roten Teppich fotografieren sollte für die Kultur. Sie konnte aber nicht. Ich habe den Termin für sie übernommen. Nämlich gab es in Bremen, oder gibt es gerade in Bremen, das Filmfestival einmal im Jahr, wo Filmpreise verliehen werden. Und da ist halt der rote Teppich, wo halt die Preise verliehen werden. Also für diese Filmgala. Und dieser Preis ist so ein kleiner goldener Mops. Und an dem Abend war halt die Preisverleihung, roter Teppich. Da kamen halt dann die Leute, die eingeladen sind, die Preise gewinnen können oder gewinnen. Und ich sollte dort halt die Hauptnominierte fotografieren, Frau Schrader. Ich selber war mir nicht sicher. Ich glaube, den Namen hatte ich schon mal gehört, aber selber kannte ich es nicht so richtig. Also die Person, sie. Aber spannend. Ich war dann dort, habe Fotos von ihr gemacht, direkt mich reingesetzt, Laptop, Bilder hochgeladen. Und dann habe ich mir aber noch die Verleihung, die Preisverleihung noch zum Teil angeschaut, bis sie den Preis bekommen hat. Da ging es dann noch um L'Oreal, wo der Enkel von ihm noch einen Sonderpreis bekommen hat für L'Oreals Arbeit. Da L'Oreal den nicht entgegennehmen kann, weil er 2011 gestorben ist, hat er seinen Enkel entgegengenommen. War ein spannendes Event. Und dann, ja, das war es eigentlich auch schon. Da war ich dann relativ spät zu Hause, länger gemacht. Deswegen habe ich am Freitag kürzer gemacht. Am Freitagvormittag wieder Fotos bearbeitet, welche hochgeladen, und dann habe ich viel noch recherchiert, Kontakte rausgesucht für neue Reportagethemen. Etwas mit kleinen, süßen Babytieren in freier Wildbahn. Aber dazu dann bald mehr, wenn das wirklich alles klappt. Sollte aber jetzt im April, Mai Thema sein. Und deswegen, da bin ich dran, dass das hoffentlich klappt. Das wäre cool. Und ja, dann ging es eigentlich schon zu einem traurigen Thema. Andreas hat jetzt die letzten Zeit, die er noch da ist, die letzten 2-3 Wochen hat er jetzt Urlaub genommen, die letzten 2 Wochen. Und das heißt, er ist nicht mehr da. Also Andreas hat jetzt Urlaub, hat sich gestern dann von allen verabschiedet, hat Tschüss gesagt. Und ich kann nur sagen, Andreas war echt ein super Zeitgenosse oder ist immer noch ein super Zeitgenosse. Er ist ja noch da, aber er zieht jetzt aus der Wohnung. Das heißt, für die nächsten paar Monate habe ich die Wohnung alleine. Und dann kommt auch schon im Juli, wenn ich alles richtig im Kopf habe, schon der neue Fotopraktikant aus Hannover, der mich dann die letzten 2 Monate begleiten wird oder da sein wird. Die Zeit dazwischen bin ich alleine und dann kommt ein neuer. Aber wer und wie und was und das kommt dann erst. Also bis dahin, ja, sieht es erstmal so aus. Das ist so der Stand. Das war meine Woche 7. Auf geht's in Woche 8. Tschüss!